Hey, ihr besessenen Zuckerfürze da draußen, willkommen zurück zum Madison. Ich finde das Spiel so toll. Und euch finde ich auch ganz toll, weil ihr fleißig liked und kommentiert. Also vielen lieben Dank dafür. Und ich hoffe, wir haben auch weiterhin Spaß zusammen hier. Ja, was soll ich sagen? Das Haus ist extrem zugemüllt, aber auch sehr stimmig. Und die ganze Geschichte hier, also bisher finde ich es sehr aufregend. So, wir haben jetzt leider nicht so viel zum Benutzen hier. Gucken wir uns mal in der Küche ein bisschen um. Das. Lass mal fotografieren. You know what to do. Rote Sammelgegenstände. Okay. Und seine Hände sind ziemlich blutig. Also irgendwas hat er ja gemacht, worüber er sich gar nicht mehr so bewusst ist. Oha. Für Grandpa. It was so nice, having both houses connected. We were able to have breakfast with Grandpa every morning. Ah, okay, ich verstehe. Die Häuser, also er wohnt bei seinem Vater noch. Mit seiner Schwester und seiner Mutter, die jetzt wahrscheinlich tot sind. Und das sie umgebracht hat. Das Haus ist hier direkt an dem Haus dran vom Vater. Und seinen Eltern, beziehungsweise. Geschlossen. Eine Kette. Das kannst du doch ganz einfach öffnen. Du kannst sogar die Kette so drüber ziehen, die Glieder. Ja, vielleicht auch nicht. Ich brauche wohl erst ein Werkzeug. Kann ich das? Oh ja, kann ich. Vielleicht kann ich es mit dem Hammer aufschlagen. Nee. Einfach mal von allem ein Foto machen. Passt schon. Na komm, muss ich jetzt nicht sehen. Ah, das sieht echt fies aus. Die Geräusche sind fies. Viele Uhren. Passiert hier irgendwas, wenn ich lange durchschaue? Nee, ihr hört nur. Überall Bilder gehangen mal. Platzieren. Die Kerze kann ich auch nicht anmachen. Okay, da passiert nichts, wenn ich das fotografiere, komischerweise. Oh, eine Glückskatze! Komm mal gucken. Oh, es ist unheimlich. Was passiert auch nichts, wenn ich das fotografiere? Oh, da liegt was. Grandpa dedicated his whole life to clockmaking. Albert Maxwell. Und die Uhr ist stehen geblieben. 9 Uhr und 8 Sekunden. Boah, sind das wirklich Geräusche? I gotta find a way to open this door if I wanna get out of this house. Sind das wirklich Geräusche, die er hört? Weil es hieß ja, diese dämonische Besessenheit, die macht das mit uns. Okay. Das Uhrenzimmer. Die Uhr tickt, aber ich kann sie auch nicht selbst verstellen. Das Badezimmer. Warte mal, was soll ich jetzt machen? Die rote Tür hieß es ja beim letzten Mal. Oh, da kommt schon was raus. Guck mal, die langen Beine. Oh, nee, ey. Ja. Er hat ja gesagt, im Keller wäre die Tür, ne? Oh, das sind Kakerlaken. Sollen wir uns nicht von denen fernhalten? Hat er nicht was gesagt in seinem Text? Mars und Jupiter. Ja. Kann ich da durch? Oha! Durch den schmalen Spalt quetsche ich einfach mal durch. Ich finde das Spiel so gut. Es ist so gruselig und unheimlich hier alles. Einfach geil. Mehr Kakerlaken. Und die rote Tür. Okay. Was passiert jetzt? Oha. Police only, do not enter, caution. Polizeiflatterband.
Damit hätte ich jetzt nicht gerechnet. What? What is this place? This is impossible. What's wrong with me? Da will was raus? Oh Mann, ey. Da ist was auf dem Brunnen drauf. Okay, es will raus offensichtlich. Und alles voller Kakerlaken. Warte mal. Kriege ich das nicht irgendwo her? Okay. Those symbols. I've seen them before. Warte mal, habe ich da nicht ein Foto von gemacht, oben von der Wand? Ach guck mal, die kann ich verwerfen, wenn sie unwichtig sind. Gut zu wissen. Das kann ich verwerfen, alles klar. Ach hier, da haben wir es doch. Warte mal, das sind doch die Symbole, oder? Dreieck. Zwei und warte mal, wir gucken, ob das passt. Zwei, oder ist das eigentlich egal, wie ich es eingebe? Probier mal. Das hier. Auch das Dreieck. It looks like a crime scene. Und das. Das hier. Irgendwas ist passiert, glaube ich. Geil. Oh, ich habe ein bisschen Schiss gerade. Fehlt eine Sprosse, ne? Pass auf. Hab's noch gesagt. God. The smell. The water is disgusting. Disgusting. Alter. Bestimmt alles voller Kacke hier. This box is extremely rusty. I won't be able to open it easily. Okay. Oh nee. A second ago. Ein Funkgerät. Steht da Officer Zell irgendwas. ID. Kann ich raus. Ja, cool. Alter! Alter! Vor das. Das Foto ist einfach nur schmierig und scheiße.
Officer Russell here. June 17th, 1987, 527 Russell, okay. I am now entering Madison Hill's basement. Hill? 1987? Mach ich mir auf. I can see there's a sort of well in the center of the room. Looks like it's open. I'm gonna investigate further, see what's on the other side of this. Da wo die vier Leichen drin waren, ja. Köstlich. Shit. I think I found the missing individuals. They're all mutilated. Legs, arms, they're just everywhere. I can't see Madison. I don't think she's here. I gotta get out of here. Ich glaube, Madison war auch besessen, wie gesagt. Madison? Is that you? Aber ich wollte das gar nicht so genau wissen, ehrlich gesagt. Nee. Oh! Stand back! Put your hands up where I can see them! Gestorben, die Polizistin? Davon war aber keine Rede, oder? This cannot be real. So this fucking camera belonged to that woman. Why is this happening to me? I gotta get the hell out of. Blinkt aber gerade nicht mehr das Licht. Kann ich nicht raus. Oh. Hier blinkt gar nichts mehr. Oh mein Gott. Meine Fresse, ey, das Spiel, ne? Echt gut. Where am I? What is this place? That woman. Is it possible that she's still alive? Okay. Ganz normale Türen. Wo kommt die Kackis her? Welcome back.
Mr. Anderson, welcome back. We missed you. Jetzt ist auch der Keller ganz anders auf einmal. Ah, nee, doch nicht. Ist ja gerade echt die Lampe kaputt. Understand. My head. Der Dachboden. Ja, der Dachboden. Boah, es ist widerlich. Ah. Erstmal was ablegen. Oh, ich schwitze überall am ganzen Körper. Das geht mir echt wieder so ein bisschen an die Substanz, aber ich find's halt total geil. Oh. Widerlich. Ach, guck mal, so sieht man die Symbole gar nicht, nur wenn ich's fotografiere, ja? Gut. Legen wir mal ab. Das hier, die Sonnenkiste und die Mondkiste brauche ich ja wohl noch. Aber nur 8 Plätze ist ein bisschen wenig, finde ich ja. Warte mal. Vielleicht. Ach, Moment, hier. Ich ja vielleicht. Nee. Hier draußen war auch noch eine Uhr, vielleicht kann ich ja das Medaillon hier benutzen. Oh, hier. An der Tür hier. Jetzt ist ja schon mal die erste Tür, die wir jetzt öffnen können. Also, nee. Nee. Abgeschlossen. Aber ich würde mal kurz die Codes probieren, die ich jetzt hier habe. Habe ich das aber nicht schon getestet, 1987? Ja. Erstmal 1968. Nee, geht nicht. Auch nicht. Dann 87. 86 auch nicht? Nee. Wie, weil minus 1 und so, ne? Ihr wisst ja. Okay, dann kommen wir jetzt auch nicht hier weiter. Dann gehen wir mal auf den Dachboden. Ist das schön. Ich frage mich, kommt unser Vater nicht rüber hier ins Haus? Mal gucken, ob was anders ist, wenn wir das jetzt fotografieren. Auf dem Foto mal nicht. Nee. Ist nichts anders. Eins von 20 rote Dinge, ich meine. I've never been here before. Naja, so huge ist es auch wieder nicht. Alter ist nur eine Zahl. Du kannst sie addieren oder subtrahieren. Doch am Ende aller Tage, wenn die Zeit kommt, stirbst du. So oder so. Aha, da gehört wieder ein Bild hin.
bitte hier? Nee. Ich habe schon das Bild hier, was ich da hinsetzen muss. The shape of this portrait is quite strange. Giovanna Maxwell, 56 Jahre alt. Okay, also 56. Wie ist denn hier so die ganze Zeit das Knarzen? 5 Jahre alt, Albert Maxwell. So, dann halt 5. Hat sich da schon wieder was bewegt? Auch nicht. Okay. Okay, noch ein paar Bilder. Offensichtlich das Runde und das Sechseckige. Ist ein Fragezeichen hinter. Okay. Okay, was ist das jetzt für eine Rechenaufgabe? Wir sollen alle zusammenzählen, oder was? Hey. Plus 13, 51, 43, 23. Gerade habe ich so einen Hänger. Ich weiß nicht, was ich tun soll hier. Okay. Und ich habe jetzt wieder eine Nummer, 38. So, wir haben jetzt 56, 5, 43, 10, 38. Oha. Was Neues. Herz. 7, 7, 7. Gut, also 56 sind 61, 104, 124, 162. 162 gibt alles zusammen addiert. The 43 was killed by a 3-year-old woman. The 43-year-old woman was killed by a police officer. The 43 police officer. The 43 was killed by a 3-year-old woman. The 43 was killed by a police officer. The 43 police officer. The 43 was killed by a 3-year-old woman. Ja gut. Alles verstanden. Lass mich raten, der Schlüssel waren wir hier bei den Großeltern. Grandma and Grandpa's room. Forever in love. Das Grandma. Weiße Augenfrau. What a mess. The entrance key should be somewhere. Ja, meinst du, Amanda, also überall sonst im Haus sieht's besser aus als hier? Ich glaub's ja nicht. Vielleicht Diarrhea. Wie weit geht das noch?
Oha. Wird immer verrückter, die Schrift. 22. März 72. Man sagt, ein Tagebuch wäre gut fürs Gedächtnis. Na dann, wir werden sehen, ob das auf mich zutrifft. 29. März. Heute sind wir zu einem Garagenverkauf in der Nähe des Zentrums gegangen. Ich habe ein Buch mit tollen Rezepten gefunden. Johnny fand auch ein Buch, über das er sich sehr freute. Er war deshalb aus dem Häuschen. Ein wirklich schöner Tag. 1. April. Ich bin mitten in der Nacht aufgewacht. Schon wieder. Ich könnte schwören, dass mich etwas aus der Ecke heraus angestarrt hat. 3. April. Heute war mein ganzer Schmuck überall im Raum verstreut und mein Hochzeitsring war in der Küchenspüle. Ich fragte Johnny, wonach er gesucht hatte, doch er schwor, dass er nichts angefasst hatte. 5. April. Wir mussten Johnny wieder zu uns ins Bett nehmen. Das Buch, das wir ihm gekauft hatten, bereitete ihm Albträume. Wir müssen zugeben, dass es ein wenig gruselig ist. 9. April. Mein ganzer Schmuck ist wieder verstreut worden. Ich kann meinen Hochzeitsring nicht finden. Es war das schönste Geschenk, das Albert mir je gemacht hatte. Aber heute war Johnny nicht daheim. Manchmal bekomme ich das Gefühl, dass jemand anderes im Haus ist und jeden meiner Schritte beobachtet. Albert sagte mir, dass ich mir keine Sorgen machen solle. Er wird noch denken, dass ich verrückt geworden bin. 10. April. Was für eine Erleichterung. Ich habe den Ring in Johns Zimmer gefunden. Ich weiß ehrlich gesagt nicht, was ich davon halten soll. 11. April. Ich konnte letzte Nacht überhaupt nicht schlafen. Diese dumme Geschichte über das augenlose Monster geht mir nicht aus dem Kopf. Ich weiß nicht, warum wir ihm dieses Scheißbuch gekauft haben. 7. Mai. Ich habe eine ganze Weile lang nichts mehr geschrieben. Die letzten Wochen bin ich von Arzt zu Arzt gegangen. Etwas stimmt mit meinen Augen nicht. Und jeden Tag... die Ärzte wissen nicht, was mir fehlt. Sie schmerzen sehr und ich sehe mit jedem Tag verschwommener. Gott, also 22. Mai. Gott, die Ärzte sagen, dass ich in den letzten Wochen mehr als 40% meiner Sehstärke verloren habe. Ich kann kaum noch lesen, schreiben, fernsehen oder überhaupt an etwas anderes denken. Irgendwie verschwinden die Pupillen aus meinen Augen. Oh Mann. 23. Mai. Ich bin diese Medikamente leid. Nichts scheint zu helfen. Ich ertrage die Schmerzen nicht mehr. Warum passiert mir sowas? Ich kann mich kaum noch durch das Haus bewegen und mit meinen Augen in so einem Zustand. 28. Mai. Ich ertrage diese Schmerzen nicht mehr. Hilf mir. Gott, bitte. 2. Juni. Ich habe furchtbare Angst. Ich weiß, dass da jemand im Haus ist, aber niemand glaubt mir. Ich weiß, dass es stimmt. Auch wenn ich nichts sehen kann. Ich fühle eine Präsenz. Da lebt jemand bei uns. 3. Juni. Ich weiß, dass da jemand im Haus ist. Ich habe die ganze Nacht über Geräusche gehört. Ich schwöre, dass ich jemanden atmen gehört habe, als ich mir ein Glas Wasser holen wollte. 26. Juni. Ich habe mehr als 80% meiner Sehkraft verloren. Die Ärzte sagen, sie finden keine Lösung. Ich will nicht länger allein im Haus sein. Ich bin hier nicht sicher. 27. Juni. Mein Ring war wieder nicht an seinem Platz, aber das spielt keine Rolle mehr. Niemand wird ihn jetzt noch finden, denn ich verstecke ihn unter... Oje, Großmutter. Ich wollte gerade sagen, ich habe noch ein bisschen Zeit. Ist noch ein bisschen. Gut. Ja, das ist ein Bild von dir, als sie wirklich fast schon blind war. Naja, ich wünsche es keinem, aber blind sein heißt ja nicht, dass es das Ende ist. Ich meine, wahrscheinlich sind die Schmerzen... Warum würde ich all das behalten? Grandma died a long time ago. Katarakts. Wie gesagt, ich wünsche es keinem, nur blind sein ist ja nicht das Ende. Man kann sich ja auch damit arrangieren, wahrscheinlich, ne? Non-Surgical Cataract Reversal. Ich glaube, wie gesagt, nicht, dass das real ist hier. There are meds everywhere. Eye crawls. Oh. She was so sick. Bitte. 26. Juni 1972. Elizabeth Maxwell. Augenuntersuchung, Diagnose, Katarakt. Seltsame Unterform des Katarakts. Beide Augäpfel färben sich komplett weiß. Die Patientin verliert ihr Augenlicht innerhalb kürzester Zeit. Beeinträchtigung der Sehstärke, prozentual. Rechtes Auge 95%, linkes Auge 87%. Wir können nicht definieren, was die Augen der Patientin schädigt. Bitte die Medikamente weiterhin einnehmen, bis eine angemessene Behandlung gefunden wurde. Nächste Visite am 26. Juli 1972. Abgeschlossen. Ja, es scheint wohl nichts geholfen zu haben. Da braucht man auch in einem Monat nicht nochmal kommen. Oder hat sie noch... Nee, also hat sie noch die Augen gehabt. What are these things? Nennt man Dia-Filme, also Dia-Bilder. Brauchen wir wohl den Projektor für. Oh,
die arme Frau. Stimmt, scheiße. Ich meine, wenn du blind geboren wirst, ist was anderes, als wenn man irgendwie blind wird im Laufe seines Lebens. Das finde ich halt schon sehr, sehr krass. Aha. Das ist die Erde. Das heißt, Mars und Merkur sind... Nee, warte. Also die Erde, da müsste die Sonne kommen, hier, dann der Merkur. Mars, Jupiter, Saturn, Uranus, nee, warte mal. nee, Quatsch. Merkur, Venus, so, da habe ich vergessen, die Venus. Merkur, Venus, Erde, Mars, Jupiter, Saturn, Uranus, ja. Und Neptun. Richtig? Ja. Was haben wir jetzt hier? Uranus und Neptun. Tja, gut jetzt. Ah, was ist jetzt? Ist genau andersrum. So. Was haben wir hier? Mars und Jupiter. Das rum. Oh, eine fehlt noch, eine Münze. Was denn? Das sieht man schon, dass das eine Geheimwand ist. Da hat wieder was gerappelt. Oha. Eigentlich vernagelt. Es ist auch vernagelt dahinter. So, aber jetzt Leute, es ist Zeit. Es ist Zeit, den Part zu beenden. Ich danke euch sehr fürs Zusehen, Leute. Wenn euch Madison gefällt, schaltet wieder ein. Lasst mir eine Bewertung da und kommentiert schön fleißig. Dankeschön, auf Wiedersehen.